Also ganz wichtig ist wirklich, dass die Tiere einen hellen Raum haben. Die brauchen einfach das Tageslicht. Ja? Also ein Tier in den Keller zu halten oder so, das entspricht überhaupt nicht den Bedürfnissen. Was natürlich noch idealer ist, ist, wenn die Tiere eine Außenvoliere haben. Oder wenn man das nicht hat, da gibt es auch ein paar tolle Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn jemand einen Balkon hat. Ja, man kann direkt an den Balkon einen kleinen Käfig anschließen. Zum Beispiel am Fenster einen kleinen Käfig mit rausbauen, weil die Tiere können unheimlich gut Farb sehen. Viel besser als die Menschen. Die können auch in ultravioletten Bereich Farben sehen. Das können sie aber in einem geschlossenen Raum, selbst mit Tageslicht und Fenster können die das nicht. Dazu brauchen die UV-Licht. Und das ist nur draußen. Also das geht nur mit natürlichem Tageslicht. Und auch eine Fensterscheibe, die filtert dieses UV-Licht. Und deswegen ist es natürlich auch für die Gesundheit viel besser für die Tiere, wenn die rausgehen können. Also wenn man gar keine Möglichkeit hat, eine Außenvoliere zum Beispiel zu bauen, dann kann man immer noch ab und zu die Tiere im Käfig mal auf den Balkon oder den Garten stellen. Ja. Aber ganz wichtig ist es dann natürlich, die sollte man nicht unbeaufsichtigt draußen lassen, wenn man im Erdgeschoss zum Beispiel wohnt, da sind Katzen unterwegs und das wäre natürlich gefährlich. Also wenn es so ist, dass da Katzen oder sowas in die Nähe kommen könnte, sollte man unbedingt natürlich dabei sein und aufpassen. Auf dem Balkon ist das kein Problem, da kann man die Tiere einfach rausschieben im Käfig und so können die echt mal richtig Frischluft tanken und das richtige Tageslicht genießen. Das kann man durchaus ab und zu mal machen. Aber auch nicht den ganzen Tag, weil die Tiere möchten natürlich auch fliegen. Wenn die 2-3 Stunden draußen sind und dann kann man die wieder reinlassen, dann können die wieder ihre Runden drehen, dann ist es perfekt. Man muss unbedingt darauf achten, dass die Tiere natürlich Schatten haben. Weil Wellensittiche sitzen nicht gern in der Sonne, denen wird schnell zu warm. Also oft zu Temperaturen ab 25 Grad wird es den Tieren schnell zu warm. Und wenn man die jetzt rausstellt, dann muss man unbedingt darauf achten, dass die sich immer in Schatten zurückziehen können. Also nicht in der prallen Sonne stehen lassen, das ist auf gar keinen Fall. Trinken, essen natürlich, das sollte alles dabei sein. Ja.